One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal einen Jungle-Rhythmus oder moderner auch einen Drum and Bass. Ich habe ihn jetzt in einem gemütlichen Tempo noch gespielt. Am Ende des Videos werde ich damit wieder experimentieren, schneller spielen auch. Ja. Und nun kommen wir zum Rhythmus. Der ist sehr lang, das Muster ist sehr lang und ich teile den mal in zwei Hälften. Ich spiele den nochmal die ganze Länge vor, nur den ganzen Rhythmus und danach Stopp. Ja. Bum, ka. 1, 2, 3, 4. Das ist er. Jetzt in zwei Hälften geteilt. Es ändert sich bei den jeweiligen Teilen ändert sich nur das Ende vom Lied, vom Glied. Ja? Und ich teile das mal, mache die erste Hälfte, ja, auch als Wiederholung und mache es aber langsamer. Bum, ka, ka. Bum, ka, bum, bum, ka. 1, 2, 3, 4. Alright, das ist der A-Teil. Und ihr habt gemerkt, die Hand, meine Haupthand, die rechte Hand, blau, ist die ganze Zeit im Bass und macht aber noch die Taps immer so. Die wippelt immer so hin und her. Okay, zugegeben, es ist gar nicht so leicht, den Rhythmus zu erklären, aber ich versuche es trotzdem und ich mache es mal noch langsamer. Die Haupthand, gerade das ist mit den Tabs, das zu erklären, ist gar nicht so einfach, merke ich gerade. Also, ich mache es mal noch langsamer und wir gehen erstmal über das Schauen und Hören und dann versuche ich es nochmal zu erklären. Aber nochmal langsamer. Boom, cut, cut, 1, 2, 3, 4. Alright, ihr habt vielleicht gemerkt, da waren ein paar kleine Verspieler drin. Aber das Grund, ich hoffe, ihr habt den Grundrhythmus jetzt hören können. Nochmal. Im Grunde probiert mal, dass das Tappen mit euren Fingerspitzen an der Stelle ist, wo ihr eben nicht den Bass spielt. Ohne den Bass ist es. Alright, das ist der A-Teil. Der B-Teil, hinten ändert sich nur was. Und zwar,
Ich mach's dann erst nochmal schneller fürs Gehör. Bum, ka, bum, ka, bum. One, two, three, four. Alright, da habt ihr schon gemerkt, die Nebenhand macht da am Ende eben zwei offene Schläge. Ja? Es gibt im Prinzip gibt's eine kleine Melodie in dem Rhythmus. Bum, ka, ka, bum, ka, bum, bam, ba, bum, ka, ka, bum, ka, bum, kam, ka, bum, ka, ka, bum, ka, bum. Das ist der Rhythmus. Jetzt machst du den B-Teil mal langsamer. Nochmal zum Mitspielen. Bum, ka, ka, bum, ka, bum. One, two, three, four. Alright, das ist der ganze Rhythmus. Jetzt, wie ihr das mit eurer Hand regelt, muss ich gestehen, habe ich noch keine richtig gute, perfekte Erklärmethode jetzt gefunden, wie ihr das macht. Außer, dass ihr probiert, einfach an dem Teil, wo ihr den Bass nicht spielt, zu tappen. Und zwar. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen oder mal probieren. Kannst du probieren, das, was ich gerade gemacht habe, einfach dich erstmal dran zu, um dich dran zu gewöhnen, dass deine Hand halt mehrere Dinge macht, ja? Den Bassschlag und eben Taps. Ihr könnt vielleicht das vereinfachte Muster folgendermaßen spielen, ein vereinfachtes Muster. Das ist eine gute Idee, ja, sehr gut. Also, das probiert mal. Ab das vereinfachte Muster runter zu brechen, runter zu spielen. Und dann hast du nämlich den Bewegungsablauf drin. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer, noch die anderen besser mit reinzufügen und die Höhen, ja. Ich spiele jetzt für euch nochmal den Rhythmus in einem mittelmäßigen Tempo für euch. Und ja, bumm. Insgesamt Teil A und Teil B. One, two, three, four. Okay, jetzt habt ihr den Rhythmus, wie er geht, habt eine vereinfachte Spielmethode und nun zum Schluss des Videos werde ich ihn schneller spielen, um mit ein paar Variationen, um ein bisschen das Gefühl auch mit zu vermitteln, was der Rhythmus so können könnte und kann und vor allen Dingen, was er für mich ist. Ja. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Ingo Gutmann und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.
Viel Spaß mit dem Rhythmus, viel Spaß mit dem Jungle. One, two, a one, two, three, four.